Gelsenkirchen kann man auf jeden Fall sagen, ist eine Vorreiterkommune in den frühen Hilfen. Gelsenkirchen hat ja schon ganz früh, Anfang der 2000er Jahre, angefangen, Prävention als Leitthema zu setzen. Und in diesem Sinne auch ganz erfolgreiche und interessante Modelle entwickelt zur frühzeitigen Unterstützung von Familien. Klar kann man da als prominentes Beispiel die Willkommensbesuche nennen, die hier Babybegrüßungsbesuche in Gelsenkirchen heißen und die Schule gemacht haben. Mittlerweile gibt es die in der Hälfte der Kommunen in ganz Deutschland und sind ein Paradebeispiel für frühe Hilfen und wie die funktionieren. Ein anderes Beispiel, was auch ganz, ganz wunderbar umgesetzt ist in Gelsenkirchen, ist das Familienbüro. Und auch da sieht man ja, wie es funktionieren kann, Familien zu erreichen. Da ist es natürlich toll, wenn man so eine zentrale Anlaufstelle hat, die sichtbar ist und auch erfahrbar ist für Familien, sodass man Berührungsängste ein Stück weit verlieren kann. Und ja, wo auch Fachkräfte wissen, okay, da können wir jetzt Familien hin verweisen, wenn irgendwie Schwierigkeiten sind oder eben Beratungsbedarf da ist. Bestimmt kann man noch mal schauen, wie kann man andere Zugänge zu Familien noch mal systematischer nutzen, zum Beispiel von den Geburtskliniken hin zu den frühen Hilfen, aber auch Jobcenter, wo auch Eltern natürlich auch jobsuchend sind und sich dort beraten lassen und man vielleicht von dort auch sehr gut mal zu den frühen Hilfen überleiten könnte.